Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Ich habe aus Versehen Alt F4 gedrückt. Also ich weiß, ihr fragt euch wahrscheinlich, wie kann man aus Versehen Alt F4 drücken? Aber ich habe das Spiel, den Spielstand rekonstruiert, alles ist gut. Ich habe halt nur jetzt mehr Leben. So, wir schauen uns mal um, was wir hier noch für Schabernack treiben können in der Tutorial-Stadt. Haben wir hier noch Knoblauch? Grüß dich, Heinrich. Minze. Hi. Wieso könnt ihr alle nur gerade ausgucken? Möge Gott dich behüten, Heinrich. Ja, dich nicht. Was hast du denn so Schönes? Hast du Dietriche? Ich brauche Dietriche. Ich meine, mein Kumpel hat einen, aber ich brauche mehr. Lass uns handeln. Wir wollen verkaufen. Wieso habe ich alte Stiefel? Achso, die habe ich an. Okay. Nimm ruhig den Apfel. Ich habe 52 Äpfel. Hier, nimm. So, Vermögen des Händlers. Dein Vermögen ist 0. Dein Ruf. Du erhältst 10,4. Okay. Nimm das Brot. Nimm die Brötchen. Die enge Hose behalten wir. Kann ich mich nackt ausziehen? Das müssen wir gleich mal probieren. Karotten. Käse, Kohl, Kunisch Axt können wir nicht verkaufen. Jedenfalls jetzt hier nicht. So, und Zwiebeln kriegst du auch noch. Ich versuch's einfach mal. So, okay. Du hast Gegenstände in deinem Warenkorb. Willst du den Laden wirklich verlassen? Nein, zurück. Warenkorb prüfen. Achso, Warenkorb prüfen. Ah, okay. Falschen. Reden wir über den Preis. Ja. Also gut, du kannst beim Kaufen und Verkaufen feilschen. Wähle die Menge, die du zahlen oder erhalten möchtest, mit nach oben oder unten und bestätige mit A. Der Händler reagiert dann auf dein Angebot, lehnt er ab, unterbreitet er dir ein Gegenangebot und wartet auf deine Antwort. Okay, dein Gold, ursprünglicher Kaufpreis, dein letztes Angebot, das der Händler abgelehnt hat. Okay. Lässt sich der Regler weder in die eine noch in die andere Richtung bewegen, bedeutet dies, dass er entweder dir oder dem Händler an Geld mangelt. Ah, okay. Wenn du das Feilschen mit dem Angebot nach dem anderen in die Länge ziehst, wird dem Händler irgendwann der Geduldsfaden reißen und er bricht den Handel ab. Das Händlersymbol unter dem Balken zeigt an, wie nah du da in diesem Punkt bist. Je goldener der Hintergrund ist, desto mehr neigt der Händler dazu, den Handel abzubrechen. Jeder erfolglose Falschversuch senkt deinen Ruf bei dem Händler. Okay. Ich möchte... Ich hätte ihm fast Geld geschenkt. Ich hätte gerne 50 dafür. Hm. Weil du es bist. Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. Na gut. Das Fackeln im Hintergrund war ein bisschen seltsam, aber egal. Was kann man hier noch machen bei euch? Kann man euch... Sie haben mich nicht gewarnt. Oh. Guten Tag, die Dame. Ich halte für Ihnen die Tür offen. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Rückenschmerzen? Ja, ich habe Rückenschmerzen. Ganz genau. Deswegen schleiche ich hier durch die Gegend. Schloss knacken schwer. Verdammt! Oh, eine Fackel. Wenn du bei Nacht Licht brauchst, halte nach links gedrückt, um deine Fackel zu benutzen. Falls du jedoch deine linke Hand frei haben willst, zum Beispiel für ein Schild, nimm einen Trank des Nachtfalken zu dir, um in der Nacht besser sehen zu können. Oh, das ist aber schon ein bisschen Magie, oder? Alles meins, ja. Okay. Sie können mich nicht belangen, weil sie nichts sehen. Cool. Oh, hier ist noch eine Tür. Oh.
Schloss knacken leicht, merken wir uns. Schloss knacken schwer. Schloss knacken schwer. Schloss knacken leicht, okay. Das heißt, wir können anhand, wie die Truhen aussehen, schon sehen, dass das hier schwer ist und das da leicht. Okay. So, ich habe noch mal ein bisschen an den Grafikeinstellungen gearbeitet, damit es allgemein ein bisschen flüssiger ist und der Motion Blur aus ist, weil der ist echt eklig. Und jetzt schon ein bisschen flüssiger, ne? Heinrich, das gefällt schön, mir schon dass mehr. Du da bist. Hallo. Kann ich dir deine Sachen selber verkaufen? Geht das? Ich meine, rein theoretisch sind sie klaut. 20. Okay. Augentrost. Billiger Wein. Birne. Und ich habe eine braune Steppjacke. Hm? Brezel kriegst du noch. Brot. Brötchen. Distel. Nimm ruhig deine ganzen Sachen. Mehr Geld für mich. Forelle. Ich will jetzt erstmal alle Sachen verkaufen, weil später werden wir schon die ganzen Sachen wiederfinden. Ich brauche erstmal ganz viel Geld. Hätte ich alles verkaufen einfach? Honig. Oh, Schmiedeset. Das behalte ich. Finde ich nice, dass ich das gefunden habe. Hä? Hatte ich... Ich zahle, oh mein Gott. Entfernen. Ich habe keine Sachen verkauft, ich habe sie gekauft. Also bitter. Ach Gott. Ich möchte natürlich Sachen verkaufen. Die geklaute Ware. Bitteschön. Mal gucken, ob es auffällt. Ich bin einfach nur gespannt, was passiert. So. Es muss doch irgendwie Möglichkeit geben, alles zu verkaufen, oder? Hier ist mal den scheiß Regler schieben. So, so, so. Warenkorb prüfen. Falschen. Für wie viel willst du deine eigenen Sachen kaufen? Ich will so ein kleines Arschloch. Du willst mir wohl Diebesgut verhökern. Erwarte nicht, dass ich den vollen Preis zahle. Einigen wir uns auf den Preis. Oh. Okay. Ah, Mann. Krieg nur so wenig. Ich wusste, wir werden uns einig. Ich wollte ja jetzt nicht zu viel sei falsch. Gegrüßt, Heinrich. Sind immerhin ihre Sachen, ne? Sind immerhin ihre Sachen. Okay, Diebesgut wird ein bisschen weniger Vögel. Übrigens regnet es ein bisschen. Okay, so viel dazu. Wir hatten ja noch den kleinen, dieses kleine Kampftutorial vor uns. Da gehen wir natürlich hin. Da guck mal, gibt's viele Tierchen, die ich umbringen kann. Ich hoffe, ich krieg gleich ein Schwert. Dann mache ich sie alle Bause tot. Das Arschloch ist in die Welt eingezogen. Na, kann's losgehen? Ja, sicherlich. Ja. Gut. Und da heute unser letzter Tag ist, wirst du mir alles zeigen, was ich dir beigebracht habe. Okay. Gut. Beginnen wir mit den Grundlagen. Bleib in Bewegung. Dein Leben hängt davon ab. Okay, du kannst die Fixierung jederzeit lösen, indem du B gedrückt hältst. Gut, versuch jetzt mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Halbherzigkeit bringt dir nichts. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Unberechenbarkeit ist der Schlüssel. Wiederhole dich nie. Okay. Das spitze Ende ist zum Stechen. Versuch es mal. RB zum Stechen. Gut. Gut.
Okay. Gut, sehr gut. Probieren wir etwas anderes. Einen Schlag abzuwehren ist ein Kinderspiel. Viel schwieriger ist es, eine Kette von Angriffen zu parieren. Sobald du einen Treffer landest, hol gleich zum nächsten Schlag aus. Kombos. Okay. Oh, Ausdauer ist ziemlich flöten gegangen. Okay. Ich bin kein Fan von der Kampfsteuerung. Okay, kurz Ausdauer wiederherstellen. Dann bäm und zustechen und oben. Genügt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin müde und durstig. Aber vergiss nicht, arbeite hart an dir. Niemand wird über Nacht zum Schwertmeister. Du musst üben und üben. Das Wichtigste ist aber, das einzusetzen, was du in echten Kämpfen gelernt hast. Nichts bringt mehr als Erfahrung. Glaube mir. Ja, wir werden gucken. Ich werde nicht oft kämpfen. Ich bin kein Fan von der Kampfsteuerung. Es ist natürlich alles, ich muss sagen, die Kampfsteuerung ist cool, aber ich kämpfe doch lieber frei. Das ist fast schon wie irgendwie ein bisschen rundenbasierend, finde ich. Naja gut, haben wir gemacht. Wir müssen jetzt zu unseren Freundinnen. Ich glaube, hier war das. Ja. Ist das dein Ernst, Deutscher? Beleidigst du gerade? Ich beleidige niemanden, ich sage nur die Wahrheit. Siegesmund hat bloß getan, was getan werden musste. Ach wirklich, er musste den König entführen. Musste sein Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst ist feindlich gesinnt. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Was? Einfach hin, dann wirst du es schon merken. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Was kümmern mich bitte die Österreicher? Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon... Hör auf mit der Blasphemie! Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund. Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig, oder Fritz? Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln! Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Na, hör nicht auf Fritz, ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon, den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also... ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und noch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll dumm zu schmeißen, wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Und es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Also, Kumpel, bist du dabei? Ich brauche immer noch den Dietrich von Fritz. Ich bin dabei. Ach, Vater kann ein bisschen warten. Das wollte ich hören. Ich wusste, du lässt dir diesen Spaß nicht entgehen. Auf geht's!
Fritz. Hey, pass auf! Verdammt, ich kann doch nicht mit ihm reden. Ich muss mit Fritz reden, ich muss ihm Dietrich nehmen. Begib dich mit deinen Freunden zum Haus des Deutschen. Heißt er mit Deutsch? Gibt's hier überhaupt Nachnamen schon? Ist das dein Ernst? Hey! Ich glaube, hier gibt's keine Nachnamen. Hier heißt man nur irgendwie Zero vom Schmied oder so ein Kram. Okay. Matthäus. Jetzt. Ziehen wir das jetzt durch oder nicht? Warte, wir müssen nachsehen, ob die Luft rein ist. Warum? Der Deutsche ist in der Schenke. Hast du nach all den Jahren nicht bemerkt, dass er eine Frau und einen Sohn hat? Und? Ist das ein Problem? Ja, ist es. Heinrich, geh und lock sie irgendwie weg. Warum ich? Weil du der Schlaue bist. Genau. Diesen Einwand. Verdammt, ey, ich muss mit Fritz reden. Bist du verrückt? Was tust du denn? Zuerst müssen wir seine Alte loswerden. Warte, bis sie weg ist. Es ist ein freies Land. Was tust du denn? Zuerst müssen wir seine Willkommen, Heinrich. Ist ja gut, ich rede ja schon mit dir. Was willst du, Junge? Dein Gatte macht Ärger. Ich kam gerade am Wirtshaus vorbei und dein Gatte redete Unsinn. Ich dachte mir, dass ihn besser jemand nach Hause holt, bevor er Ärger bekommt. Was für Unsinn? Nun, dass Sigismund im Recht wäre und König Wenzel ein Säufer sei, sowas in der Art. Ein paar Leuten hat das nicht gefallen, also dachte ich... Gott Allmächtiger, dieser Narr! Als nächstes fängt er noch mit den Päpsten an. Kann gut sein, dass er auch Päpste erwähnte. Danke, dass du mich gewarnt hast. Hoffentlich erwische ich ihn, bevor er wieder in eine Schlägerei gerät. Ja, locken wir einfach den Typen, dessen Haus wir bewerfen wollen, hierher. So, hier muss noch irgendwo ein Kind sein, oder? Ich glaube nicht, dass das Kind ist, huh? Aber das Kind? Wartest du, Soldat? Feuert den Tribok ab! Für König und Vaterland! König und Vaterland am Arsch! Häuser einsauen macht einfach Spaß! Das ist fast so gut, wie diesen Verräter am Pranger zu sehen. Aber nur fast. Also das wäre wirklich herrlich. Das ist für Sigismund! Wuhu! Fresst Scheiße, Deutschlinge! Ihr Bastarde! Was zur Hölle glaubt ihr, was ihr tut? Hey, Hans, siehst du schlecht? Wir verpassen deinem Haus einen neuen Anstrich. Es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Sigismund erzählt hat. Wir tun nur, was wir tun müssen. Hurensöhne! Ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen! Oh, interessant. Das will ich erst mal sehen. Und was machst du hier eigentlich, Bischek? Mit diesen dreckigen Deutschlingen Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neueste deutsche Mode ausprobieren? Arschloch! Das wirst du mir büßen! Geh und räche dich an dem Deutschen, haben wir abgeschlossen. Schlägerei? Nein! Ich will nicht. Ihr macht das schon, ne? Haut rein! Ha, komm her, du Weiber! Nee, kannst du knicken! Ich bin ein Schurke, Mann! Ein Schurke geht nicht in den offenen Kampf! Haut rein! Scheiße, ich muss bei Fritz bleiben, ne? Okay, Fritz, ich helfe dir. Wir prügeln ihn! Zusammen! Wir sind beste Freunde! Fritz! Hey, Fritz! Wir prügeln den nächsten? Getroffen! Was tut ihr? Habt ihr den Verstand verloren? Daneben! Weg hier! Okay, Fritz! Ich brauch dich! Hey! Manchmal musst du rasch zu einem bestimmten Wegpunkt und wenn Heinrich bereits an diesem Ort ist, ist es nicht notwendig, die Reise noch einmal anzutreten. Auf der Karte siehst du alle Orte, in die du mittels Schnellreise gelangen kannst. Oh, gibt hier Schnellreise. Schnellreiseort entdeckt. Fritz, ich brauch dich. Wo ich stehen?
Himmel, pass auf, wo du hingehst. Das heißt, ja, ist ja gut. Vielleicht kann ich das, kann ich den Schlüssel stehlen von dem Typen. Obwohl das heißt stellen, oder? Stellen. Ich dachte, da steht stehlen. Ach, gut, zu schnell gelesen. Was ist denn los hier, Fritz? Bleib doch mal stehen. Lauft ihr jetzt hier im Kreis oder so? Fritz. Diesen Kackdeutschen haben wir es gegeben. Das war ziemlich knapp, was? Der alte Sack hatte keine Chance. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschling kann sowieso keiner gut leiden. Saubere Arbeit mit dem Haus. Jedenfalls. Saubere Arbeit mit dem Haus. Mit euch wird es nie langweilig. Ich möchte nur mit Fritz reden. Wie lief's beim Deutschen? Das ganze Haus ist voller Scheiße. Hä? Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschling kann... Kenn ich. Okay, jetzt könnt ihr mir einen Gefallen tun. So, dem Deutschen haben wir es gezeigt. Jetzt ist der Nächste dran. Noch eine Abreibung? Ha! Bin dabei. Kuhne schuldet meinem Vater Geld, aber er will nicht zahlen. Also muss ich es aus ihm rausschütteln. Sicher doch. Eine Hand wäscht die andere. Na dann los! Na dann los! Na gut. Verdammt, ich brauche immer noch den Dietrich von ihm. Na gut, gehen wir gemeinsam zu Kunesh und geben ihm eine Abreibung. Ich habe meine Bruders geholt. Schwing deinen Arsch raus. Ich muss dir was zeigen. Meine Bruder werden dich kaputt machen. Komm hier. Eins versus eins. Kunesh? Ist er das? Kunesh? Hey, pass auf! Achso, jetzt kommt er. Merke ich mir. Scheiße. Die Leute werden mich immer in Erinnerung haben, als der Typ, der alle anrempelt. Was zum Teufel wollt ihr hier? Soll ich euch mit dem Riemen dreschen oder den Büttel rufen? Versuch's doch, alter Saufkopf. Da Bitchi! Ihr macht das schon. Genau! Was ist los? Komm mach dich kaputt! Was willst du von mir, Mann? Ich bin nicht dein Feind. Willst du aufs Maul oder was? Komm her! Das ging schnell. Hä? Genug! Genug! Ich gebe auf! Nimm, was du willst! Es ist nicht viel, aber alles, was ich hab. Kapiert? Coole Schlüssel, okay. Bla bla, Gesundheit und so weiter. Wo ist jetzt? Ach, Fritz! Fritz! Was zur Hölle machst du da? Ich will mit dir reden. Das ist mit dir nicht in Ordnung. Wir werden ihn bestimmt in der Bar finden. Gehen wir erstmal und holen das Zeug. Na, Fritz? Fritz, sag ich schon. Kunesh. Na gut, Börschchen. Hast mich klein gekriegt. Nimm, was du willst. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Ja. Wie du meinst. So, Kunesh Sachen haben wir jetzt. Finde etwas bei Kunesh, das sich verkaufen lässt. Okay. Ich brauche immer noch Fritz. Ich sehe, wo sie lang gehen. Okay. Schnell. Hinterher da. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Wo willst du hin, Fritz? Ich brauche doch nur deinen scheiß Dietrich, Mann. Was ist denn los mit dir? Geh rein, komm. Jetzt bleibt er da hängen, oder was? Was zum Teufel? Ich helf dir. Okay, verkaufen wir erstmal die Sachen. Wir wissen ja, wo er hin will.
Ah, er ist drin, er ist drin, er ist drin. Okay. Mann, Fritz, was willst du denn jetzt schon wieder machen? Was kann ich für dich tun? Diesmal suche ich nach etwas anderem. Ja, das reicht mir. Gott sei mit dir, Wechselgeld. Komm wieder, ich bin dir mit Freude zu Diensten. Hast du Dietriche? Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Nein? Ich sehe ganz normal aus? Okay. Hast du Dietriche, mein Freund? Natürlich nicht, ey. Schneiderkunst-Schmiedeset. Rüstung, Nahrung, Questgegenstände, sonstiges. Ach, verdammt, naja, egal. Hier, nimm den Hammer. Nimm die Nägel. Und dann feilschen wir noch ein bisschen. Lass uns über den Preis sprechen. Selbstverständlich. So, ich hätte gerne... Ich gehe immer in die falsche Richtung, ne? 3 Münzen. Zufrieden? Du bist ein Knauser. Ja und? Okay, er möchte gerne hierauf gehen. Na gut, komm. Ich wusste, wir werden uns einig. Was darf's heute sein? Ob in der Küche oder auf dem Feld. Meine Waren erhellen euch den Tag. Wo ist der Typ jetzt? Fritz, Mann. Kann er ihn auch nicht umhauen. Spiel hat mich verarscht. Das Spiel hat mich verarscht. Ach Mann, keine Dietriche für mich. Ich könnte auf dem Marktplatz kurz gucken, ob wir da irgendwo Dietriche finden. Ich würde sehr, sehr gerne die Truhen aufmachen. So. Ich glaube nicht, dass du Dietriche verhandelst, oder? Was hast du überhaupt in den Haaren? Hast du Stroh in den Haaren? Gott. Mit der kann ich bestimmt sehr viel Geld abstauben. Sieht so ein bisschen doof aus. Nee, das ist auch nichts. Guck mal, wie doof die aussieht. Du hast nur Schneidersachen wahrscheinlich, ne? Glück und Gesundheit. Ja, ja, komm, lass uns handeln. Schneiderset, na gut. Ja, kein Dietrich für uns, schade. Irgendwo hier sind bestimmt Dietriche versteckt, ne? Du könntest doch welche haben. Wieso sind hier überall verschlossene Truhen, wenn wir keine Dietriche bekommen? Allmächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Was ist denn los mit euch? Hat dir jemand deine feinen Kleider geraubt? Ich bin ganz normal. Ich hab voll die Probleme, ey. Na gut. So viel dazu. Wie viel ich dafür haben will. Hört, hört. War selbst ganz verblüfft. Nur war ich nicht sicher, ob Betty sie überhaupt verkaufen will. Also habe ich einen hohen Preis genannt. Und er sagt, ist gut. Und fängt an, Münzen zu glauben. Einfach so? Dabei soll er ein echter Knauser sein. Und was hat Betty dazu gesagt? Wie du dir vorstellen kannst, war sie sehr erfreut. Vor allem, als ich ihr gesagt habe, dass Tonda ihr alles abkaufen will. Ist doch toll. Ein paar Münzen extra schaden nie. Grüß dich, Heinrich. Grüß dich. Dietrich, ey. Was ist denn? Ich brauch Dietriche. Was zur Hölle machst du da? Na gut, machen wir weiter mit im Text. Was soll ich kaufen? Questlog. Kauf einen Sakola auf dem Markt, kauf Bier, okay. Was kann ich für dich tun? Moment, ich schau mich eben um. Das ist cool, oder? So, Brot, Brötchen, Distel, Fackel, Holzkohle. Ich brauch 10 Stück. Ein Sack sind dann also 10. Holzkohle, was war noch? Achso, Bier. Okay. Wir werden natürlich immer feilschen, weil ich ein Feilscher bin. Ich bin klein, hinterhältig und dreckig. Ein kleiner Dieb bin ich. Lass uns über den Preis sprechen. Warum nicht?
So, wir müssen es ja nicht übertreiben. Wir zahlen mal 3,5. Ist das genug? Grüß dich, Heinrich. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Pech gehabt. Gott sei mit dir, Heinrich. Ach, verdammt. Ich habe mich darauf geachtet, wie Gold das schon war, ne? Ja. Lass uns handeln. Moment. Holzkohle, 10 Stück. Warenkorb prüfen, Handel abschließen. Ja, passt schon. Na gut. Freunde, ich würde sagen, morgen werden wir das Tutorial höchstwahrscheinlich verlassen. Wir haben jetzt alles gemacht, was die Quest uns gesagt hat. Wir müssen halt noch Bier holen und das werden wir morgen machen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.